Moin zusammen meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. In diesem Video sprechen wir über Wagenheber und über Unterstellböcke. Sind die wirklich notwendig, ja oder nein? Da hat sich in dem einen oder anderen Video bei mir letztens eine rege Diskussion ergeben. Darüber bin ich dankbar und dementsprechend möchte ich mit euch heute darüber sprechen. Viel Spaß beim Video, los geht's! Wie man so schön sagt, der Stein des Anstoßes war, dass ich mal wieder unter meinem Wagen oder auch unter dem Seat meiner Freundin gelegen habe und habe einen Ölwechsel gemacht, habe da und hier und was geschraubt. Und klar, da kamen von euch natürlich einige Hinweise darauf, dass man doch unbedingt das Ganze absichern soll. Zum Beispiel halt mit einem dieser Unterstellböcke, die es dafür gibt. Und klar, das kann ich verstehen, da habt ihr bestimmt nicht Unrecht. Vorsicht ist da bestimmt auch angebracht, weil so ein Wagenheber, da kann natürlich mal was passieren. Warum habe ich das bislang nicht gemacht? Oder nicht immer, muss man dazu sagen. Denn der Juli beispielsweise hat Unterstellböcke, ich allerdings noch nicht. Darüber sprechen wir auch gleich, welche ihr beispielsweise mir empfehlen könnt. Ja, jetzt kommt man mit der üblichen Leier, man kennt das ja. Ja, habe ich immer so gemacht, ne? Aber im Endeffekt ist es halt bei mir wirklich so. Ich habe das schon immer so gemacht. Hatte eigentlich, ihr kennt ja meine alten Videos auch davon, von Jahren schon, immer einen guten Wagenheber, dem ich vertraut habe. Und klar, da kann man natürlich sagen, ja Olli, bist du jeck? Wagenheber vertrauen, die Gesundheit komplett anvertrauen, ist natürlich fraglich. Ganz klar, keine Frage. Ich pumpe den aber jetzt exemplarisch hoch, weil ich muss jetzt nochmal drunter. Ich muss nämlich unter Boden nochmal ein bisschen festmachen, weil der nämlich auf 7:30 hängt. Vielleicht habt ihr da auch noch einen Tipp für mich. Und wisst ihr Leute, versteht mich hier falsch. Ich bin dann vielleicht ein bisschen anti in den Kommentaren und sage dann, nö, brauche ich nicht, mache ich nicht und so weiter. Aber ich nehme mir eure Kommentare zu Herzen, sonst würde ich jetzt nicht auf dieses Video hier machen und Gedanken darüber machen, ist das so verkehrt, was sie sagen? Haben sie vielleicht doch komplett recht, weil ich breche mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich dieses Video mache und wenn wir in 2, 3 Videos weiter sind und ich mache ein Video über Unterstellböcke und zeige euch meine Unterstellböcke, die ich mir gekauft habe, gar keine Frage. Nur, wenn ich euch das hier zeige, frage ich mich, brauche ich halt wirklich Unterstellböcke? Das wäre so der Effekt, der fällt halt runter vom Unterstellbock. Okay, vom Wagenheber. Was sonst passieren könnte, was ich mir vorstellen kann, wäre halt, der gibt nach. Der gibt nach, die Kolben sind durch und geht runter. Das wage ich bei einem 300 irgendwas Euro Wagenheber, ich verlinke euch unterhalb dem Vigor, wirklich zu bezweifeln. Oder auch den guten BGS, die ich hatte. Wo ich das persönlich nicht machen würde, wäre sowas. Bei so einem Ding mich drunter legen, da wäre ich auch vorsichtig. Der hat nur einen Kolben, schon ein altes Teil, ist hier vom Daniel, Grüße gehen raus, muss er wieder abholen, den hat ich mal ausgeliehen. Aber bei so einem, ich wage wirklich zu bezweifeln, dass der mal runterkommt. Wie könnte ich es provozieren? Für ein Video einfach mal ausprobieren. Das wäre interessant. Ich mache es gerne, ich hole mir gerne so einen Unterstellbock oder 2. Oder auch 4, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was da Sinn macht. Klar, 4 wäre natürlich auch geil, dass man wirklich die Karre komplett hochheben kann. Da müssen wir nochmal nachlesen genau, wo ich den denn richtig an der Achse hinten wie vorne ansetzen kann, den BMW. Und funktioniert das oder ist das zu kippelig und so weiter. Also schreibt mal gerne was in die Kommentare. Ich habe nämlich auch, gucken wir uns jetzt mal an. Also ich gucke es mir jetzt mal hier parallel auf dem Handy an und blende euch ein, welche ich jetzt hier meine. Als erstes haben wir jetzt hier zum Beispiel vom Hersteller ProLift, so grau-rote nenne ich die mal. Und die haben einen Doppelstift, sind für 3 Tonnen im Zweierpack. 43,90 Euro. Also über was reden wir, Leute? Wisst ihr, ums Geld geht mir nicht im Endeffekt, weil 50 Euro ist mir meine Gesundheit definitiv wert. Nur wie gesagt, wie viele Personen, könnt ihr in den Kommentaren schreiben, kennt ihr denn, wo schon mal ein Wagenheber nachgegeben hat, ein Auto wirklich runtergefallen ist? Ich mache das seit über 10 Jahren und ich weiß, die Leier kennt man ja, aber es könnte und so weiter. Aber ich bin ja auch der Typ, das kennt ihr, wenn ihr meine anderen Kanäle verfolgt, wenn ich könnte als Selbstständiger, ich würde mich gar nicht versichern, krankenversichern, würde ich gar nicht machen. Ich würde mich absichern. Wenn ich irgendwie ins Krankenhaus komme, 10.000, 20.000 oder sonst was Euro als Operationskosten für irgendwas hätte, okay, aber eine normale Versicherung, dass es versichert ist, wenn ich zum Arzt gehe, eine Behandlung mache für ein paar hundert Euro, will ich gar nicht. Nein, weil warum? Das benutze ich nicht, denn ich bezahle sowieso die Beiträge monatlich und bezahle den Arzt komplett Cash. Das heißt, ich reiche diese Rechnung gar nicht ein. Aber ich hatte im Olli Reddit-Kanal drüben auch mal ein Video dazu gemacht, könnt ihr euch gerne mal angucken. Als nächstes haben wir jetzt hier so einen ganz einfachen roten K-Trend, Unterstellbock 2 Tonnen, der trägt definitiv weniger. Aber klar, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen hinstelle zur Absicherung, der wiegt ja nicht 2 Tonnen an der Seite. Der Wagen wiegt vielleicht gesamt, ich glaube 1700 irgendwas plus minus Kilo. Also von daher, den könnte man nehmen.
Das wäre jetzt auch nicht das Problem. Das ist einer, das finde ich ganz schön. Der ist, glaube ich, sogar auch zusammenfaltbar. Dann ist es von der Platzmöglichkeit natürlich nochmal ein bisschen attraktiver. Der hat jetzt hier so eine große kleinere Fläche zum Auflegen oben. Da könnte ich mir vorstellen, könnte ich was im 3D-Drucker drucken. So zum Beispiel auch eine Aufnahme extra passend hier für den BMW. Oder ähnliches, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Als nächstes, die sehen verdammt schick aus, aber das soll uns ja jetzt nicht beeinflussen. So schwarz-orange sind die, 3 Tonnen oder 6 Tonnen können die, je nachdem welche man nimmt. Und die nehmen natürlich mehr Platz weg, weil die direkt aufgestellt sind, das heißt, die kann man nicht klappen. Aber die haben diese coolen Mechanismen zum Hoch- und Runterziehen quasi und dann auch mit dieser Doppelsicherung, wenn man sie denn auswählt. Ja, von der Höhe her sieht das auch sehr geil aus, ordentliche Schweißnähte, wie ich persönlich finde. Als nächstes habe ich dann auch noch BGS rausgesucht und die sehen ähnlich aus zu denen von gerade, haben auch diesen Stift zur Absicherung und können hier auch mit diesem Raster hoch und runter gesetzt werden, je nach der Höhe, wie man es benötigt, haben allerdings oben auch noch eine dicke Gummiauflage drauf, auch nicht verkehrt und liegen hier im Doppelpaar aktuell, wo ich das Video mache, bei ca. 54, also etwas über 50 Euro, also auch wirklich überschaubar für zwei Stück mit 3 Tonnen Traglast, das ist schon cool. Und bei BGS, also ich weiß, die Marke ist manchmal so ein bisschen verpönt, ich persönlich habe nur gute Erfahrungen damit gemacht, wirklich super Werkzeug, ich empfehle es euch ganz klar. Also schreibt mal da gerne eine Empfehlung der Teile unten rein. Ja, wie ihr sehen könnt, ich muss nämlich jetzt leider wirklich drunter, auch ohne Böcke. Und ihr habt mir jetzt wirklich ein bisschen panische Angst gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich gehe jetzt wirklich mit einem bescheideneren Gefühl drunter als sonst. Egal, ich muss... Scheiße. Ja, weil der Unterboden hängt ordentlich. Und wenn ihr da einen Tipp habt, könnt ihr gerne was reinschreiben. Meint ihr, ich soll den austauschen? Der Juli meint, tausche ihn nicht. Spar dir das Geld, weil der ist echt teuer. Der kostet mehrere hundert, sind das, die der komplett im Austausch kosten würde. Ja, nur der packt hier schon gar nicht mehr. Genau das ist nämlich das Problem. Teilweise ist nämlich, jetzt packt sie doch, teilweise ist der Unterboden so eingerissen, dass ich keine Schrauben mehr zwischen machen kann. Ne, hier komplett weggefleddert. Und teilweise sind auch die Halterungen hier nicht mehr existent, sodass man da Probleme hat, das überhaupt dran zu befestigen. Also sehr, sehr bescheiden, aber ich muss mir irgendwann einfallen lassen. Mit eurer Hilfe wäre das geil. Denn hier das Elend auch nochmal in der Nahaufnahme. Ne? Also wisst ihr, der ist ja nicht krass tief, der Wagen. Ne? Aber der schrappt und rutscht. Überall komme ich irgendwo dran. Das ist halt echt extrem und das ist halt alles immer im Unterboden. Ne? Das ist halt richtig Mist. Und guck mal, was er hier für einen Abstand jetzt hat. Das habe ich... Das hier, da muss ich jetzt irgendwie hochkriegen. Also es sieht schon bedeutend besser aus, aber perfekt nicht. Ihr seht das, Allzweckheilmittel, Kabelbinder. Ich versuch's mal. Muss ja gucken, ob die lang genug sind, sonst muss ich verlängern und dann irgendwie durchfuchteln. Ist halt schwierig, da die richtigen Haltpunkte zu finden, aber an dieser Stelle hier würde ich gerne noch was haben. Okay, Freunde, links, rechts habe ich noch einen Kabelbinder montiert bekommen, verlängert, sonst hätten sie nicht gepasst. Das geht, aber... Das ist halt keine Dauerlösung. Bin ich halt kein Freund von. Wenn ihr Tipps habt, gerne reinschreiben. Und da hinten zum Beispiel, das hält auch gar nicht mehr. Da muss ich mir irgendwann einfallen lassen oder ihr gebt mir einen Tipp. Danke schon mal im Voraus. Okay, Freunde. Ja, ich könnte jetzt sagen, wie ihr sehen habt, der Wagen hier war auch diesmal wieder gehalten. Ich brauche keine Unterstellböcke. Nichtsdestotrotz, schreibt mal eure Meinung unten rein. Unbedingt eine Empfehlung für Unterstellböcke rein, ernsthaft jetzt. Das wäre ganz gut. Hersteller, Modellbezeichnung oder auch Artikelnummer, wenn es da sowas gibt. Links müsst ihr aufpassen, die werden ja oftmals gesperrt. Dementsprechend schreibt mal gerne was rein und dann werden wir uns demnächst bestimmt mal Unterstellböcke genauer angucken. Danke auf jeden Fall für euer Feedback nochmal an der Stelle. Haut rein, bis zum nächsten und ciao. Was auch immer das gewesen ist, wir wissen es nicht. Es kann vielleicht die Schnalle von der Handtasche gewesen sein. Oder die Schnalle, die Handtasche getragen hat.